Ich treffe jetzt gleich auf meiner Kabine Michael Stendebach. Und zwar ist der zuständig für das Produkt bei AIDA. Essen, Trinken, Entertainment, alles was an Bord passiert. Also seid gespannt. Hallo Michael. Hallo Franzi. Komm rein. Vielen Dank. Ich dachte mir, wir machen heute einen Cocktail. Oder besser gesagt, du zeigst mir, wie man einen macht. Super gerne. Ja. Ich würde sagen, wir würden ein Gimlet machen. Also so ein bisschen was Frisches mit Limejuice. Schön, dann sag, was ich tun soll. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Danke auch. Kippe ich jetzt gleich um? Ja, total. Sag mal, wer kommt denn eigentlich so, oder wer legt denn damit los, wenn so ein Schiff neu konzipiert wird? Wer sagt denn da, oh Mensch, ich habe die tolle Idee, das muss da unbedingt rein? Hauptsächlich unsere Gäste. Denn wir nehmen meistens die Gästekommentare, die wir jährlich sammeln. Das sind so im Schnitt zwischen 300.000 und 400.000 jetzt gewesen. Und gehen die dann nochmal durch. Dann werden die Ideen einmal auf den Tisch gelegt. Und dann geht man durch und sagt, was passt alles in das Schiff rein. Ihr sammelt jetzt erstmal Ideen. Genau. Wie viel Prozent kommen dann durch? Wie kann man das sagen? Ja, im Schnitt sind das 10%, die durchkommen. Okay. Also da sind auch ganz viele Ideen dabei, die einfach sich nicht realisieren lassen. Aber es wäre mal interessant, mal so was ihr so rumspinnt, mal so ein Mäuschen haben, zu spielen. Die letzte Sache, die wir diskutiert haben, können wir von oben eine Rutsche bis aufs Lanaidek machen. Aha. Also gerade so für Kinder, Kartoffelsackrutschen oder so, würde das passen. Mhm. Und so rein vom Fallwinkel, das lässt sich alles berechnen. Leider gibt es halt auch Zugwinde bei so einem Schiff. Mhm, das würde so ein bisschen reißen, aber das sind halt Ideen, wo wir die ganze Zeit versuchen, wirklich das Schiff noch mal ein bisschen mehr Destination zu machen. Mhm. Gibt es irgendwas, was du irgendwo mal auf der Welt aufgegriffen hast, gesagt, das muss in irgendein Schiff und was bis zum Schluss durchgehalten hat und auch eingebaut wurde? Ja, also mehrere Sachen sind da dabei. Okay. Auf der Nova was? Auf der Nova natürlich auch. Da ist zum Beispiel der Street Food Corner das Icon, wo ich gesagt habe, wir brauchen unbedingt Takeaway. Also egal, ob es jetzt ein Bäckereikonzept ist. Also die Stulle ist dann so ein Konzept, wo ich belegte Brötchen habe, wie in der normalen Bäckerei, to go. Wir haben da den typischen Döner mit dabei und natürlich die scharfe Ecke, die Currywurst von der Prima und Perla haben wir natürlich mitgenommen. Und, ist auch gut, muss ich sagen. Schmeckt sehr lecker. Das freut mich zu hören. Also das ist natürlich das Interessante an dem Job. Jetzt hast du diese scharfe Ecke konzipiert. Mhm. Jetzt fehlt aber die richtige Wurst und die richtige Soße dazu. Ja. Und dann brauchst du 3 Monate wieder mit einem Expertenteam, reist von Currywurstbude zu Currywurstbude. Das ist auch lecker. Ich glaube, ich bewerbe mich in die Richtung bei euch. Ja, der Job macht Spaß, kann ich sagen. Oh Gott, ich freue mich schon dermaßen, alles auszutesten, wenn ich einen See stech. Ja, also die Restaurantvielfalt ist sehr, sehr groß geworden. Ne? Wie viele Restaurants insgesamt sind jetzt drauf? Also wir haben jetzt 16 Restaurants. Das French Kiss Konzept oder das Casanova, der Prima und Perla, das haben wir ein bisschen erweitert, haben nochmal ein typisches Fischrestaurant mit aufgenommen, cool. Haben aber auch einen komplett asiatischen Corner geschaffen. Das heißt, ich gehe aus dem Theatrium raus, komme so durch die Tokyo Bar, habe dann das Bekannte, was Sushi ist, Teppanyaki als eigenes Restaurant wieder geschaffen. Mhm. Wir haben aus Japan den Hotpot mitgebracht, das heißt also im Tisch eingelassen, cool. Eine Fondue-Schale. Ja, und dann kann ich mir an einem Buffet halt meine Rohmaterialien, also Gemüse, Fleisch, selbst zusammenstellen und dann dementsprechend wie bei einem chinesischen Fondue rein in der Mitte vom Tisch zubereiten. Sehr cool. Also ich bin tierisch gespannt schon drauf. Und was? Achso, jetzt haben wir schon so viel getrunken, jetzt muss ich dir noch Fragen stellen. So. Jetzt wird's lustig, weil jetzt wird's ernst. Genau. Und zwar, die Kollegen haben Fragen gesammelt. Ja, da bin ich gespannt. Kannst du privat noch Urlaub an Bord machen? Kann ich schon. Sollte ich nicht. Das Problem ist, du gehst immer mit einem Auge übers Schiff und dir fallen natürlich immer wieder Sachen auf, wo du sagst, na, würde ich jetzt anders machen oder ja, habe ich eine Idee, könnte ich gestalten. Wenn die Familie dabei ist, geht das. Ja. Ne? Weil dann ist der Fokus ganz woanders. Von daher, also einmal pro Jahr ist so ein Urlaub auf AIDA schon ein Muss. Nächstes. Hast du schon alle Restaurants an Bord probiert? Wie man mir ansieht, ja. Welcher deiner Vorzüge werden verkannt?
Mein Unterhaltungstalent. Steht kein Name drunter, wer es geschrieben hat. Ist auch schön. Was von AIDA steht in deiner Wohnung? Zum Beispiel Bilder, Lampen etc. Ah, oh Gott. Ich habe Sonnenstühle, natürlich die Kinder, die kompletten Clubbies, alle. Natürlich im Schrank die Kollektion. Mhm. Auch das, was Gastra ist bei uns an Bord. Gläser haben wir, wir haben Tassen. Von daher, eigentlich ist das halbe Haus gebrandet. Okay, sehr schön. Wenn du ein Teil des Schiffes wärst, welcher wärst du? Die Frage ist toll. Der Bug. Okay. Wenn du eine Route bestimmen dürftest, wie würde die aussehen? Dafür würden mich jetzt alle hassen, wenn ich das sage. Okay. Wechselhafen L.A., nach Alaska hoch, über Hawaii, Mexiko und dann wieder nach L.A. Aber ansonsten muss ich sagen, sind die Kanaren natürlich jetzt, die Nova fährt, eine Traumdestination, gerade zu der Jahreszeit im Winter, so ein bisschen Sonne tanken, das macht schon Spaß. Testest du eigentlich alle Bereiche selbst? Ja. Ja. Ja, ich war einer der Ersten, der die Wasserrutsche auf der Prima und Perla getestet hat. Ich werde das jetzt auf der Nova auch wieder machen. Also wir werden ja die Zeit haben, wo wir ohne Gäste noch 3-4 Tage haben, um das Schiff dementsprechend auf Gastbetrieb einzustellen. Und da werde ich alle Bereiche testen. Also sie müssen ja auch getestet sein. Und weißt du, wie man schneller rutscht? Ja, mit wenig Textil. Richtig, Schlüpper reinziehen. Ja, genau. Und, oder halt auf die Schulterblätter und die Fersen gehen. Genau. Super, Michael. Vielen Dank, dass du hier bei mir auf Kabine warst. Der Gimlet war klasse. Das freut mich natürlich. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bitte. Ich freue mich natürlich auf die gemeinsame Indienststellung von AIDA Nova. Ich freue mich, wenn wir zusammen das Schiff erkunden können. Und da stoßen wir auch wieder an. Definitiv. Auf die Nova. Auf die Nova.